der Sandstrahlfuziert angerufen. Ich kann jetzt die restlichen Teile abholen, die ich ohne Einsauen abgegeben hatte. Und ich habe sogar noch Besuch heute da. Man glaubt es kaum. Der Sunny. Hallo. Gerade noch in USA oder Kanada. Ja, Alaska. Genau. So, hallo. Heute geht's los. Das ist der Yukon River. Unser Startpunkt ist Whitehorse. Und wir werden jetzt ungefähr 300 Kilometer bis nach Carmacks paddeln. Das wird so um die 7 Tage dauern. Unsere Paddelerfahrung liegt ungefähr so auf einer Skala von 0 bis 10, ungefähr bei vielleicht Caro bei 2, ich vielleicht bei 3. Und Caro bei 1. So, und ich weiß, wie rum das Paddel gehört. Okay. So, wir wissen ungefähr, wo vorne und hinten ist von dem Boot, aber wir sind jetzt 7 Tage in der Wildnis. Und wer den Sunny noch nicht kennen sollte, es sind ja ein paar neu hinzugekommen, ich verlinke mal seinen Kanal in der Videobeschreibung, der unter anderem, ist das Weltreise, halbe Weltreise, ja, fast Weltreise, ja, ja. Der macht nämlich gerade Pause von einer halben Weltreise, Weltreise. Guck mal rein, super geiler Kanal. Und jetzt fahren wir erstmal und holen die Simson-Teile ab. So, die Teile abgeholt. Wir sind noch gerade mal wieder bei unserem Nachbarn, weil der Sunny was schweißen muss noch bestellen. Und zwar einmal richtig schick gesandstrahlt, den Tank, dann die beiden Bleche und dann sieht man nämlich jetzt auch gleich, warum ich arbeiten muss, beziehungsweise warum ich die nicht habe grundieren lassen. Und zwar einmal vorne am Schnabel. Eine Stelle, die geschweißt werden muss, wie man da sieht. Und einmal hier hinten ist noch so eine Stelle, das will ich noch vorher einmal bearbeiten. Deswegen wollte ich das nicht grundieren lassen. Und der Tank ist hier und einmal an die Seite. Der ist soweit okay. Hier ist nämlich das hintere Blech. Und da ist besagte ominöse Beule hier, die ich jetzt rausarbeiten will, bevor ich das Ganze bzw. jetzt gleich mit der Zinkgrundierung mache. Das wäre nämlich ärgerlich. Und dann muss ich mal gucken, welche Löcher ich noch brauche, ob ich noch welche zuschweiße oder so. Und der Tank, der sieht eigentlich ganz okay aus. Da kann man mit arbeiten. Also auch von unten ist der super. Und der hat nur hier hinten eine Beule. Die kriege ich logischerweise nicht raus. Sieht man das so ein bisschen? Da ist eine Beule drin. Die kriege ich leider nicht raus, aber da kann ich mit leben zumindest. Ja, weil ich jetzt Zinkspray sowieso gerade bei habe. Und die Sonne scheint. Und Philipp ja sowieso da was am Schweißen muss noch für seinen Defender. Kann ich das mal eben jetzt machen und dann wollte ich es nicht zu Hause machen. Ja, das schöne Wetter mal richtig ausnutzen jetzt. Und jetzt kann ich hier das Ganze einmal mit Zinkgrundierung bearbeiten. Jetzt habe ich den Kotvögel auch gerade schon bearbeitet. Grob schon mal. Die Beule habe ich auch fast ganz rausbekommen. Der Rest ist zumindest mal so, dass man damit weiterarbeiten kann. Das lasse ich eben ein bisschen trocknen jetzt und dann hänge ich das gleich auch da in das Gestell. Und dann habe ich das heute auch fertig. Einen anderen Kuffel muss ich noch warten. Der hat noch Edelstahldraht drin, weil er gerade am Edelstahlschweißen ist. Muss ich eben noch warten, bis der auf Stahl umschwenkt. Dann kann ich den vorderen Schnabel dann auch schweißen. Philipp ist ganz wild am Messen. Mhm. Oh, da dreht sich hier schon wieder. Ich kenne mich ja mehr im Holzbereich aus. Ach so, ja. Ich bin nicht so ein Metallwerker, habe ich nie. Ist wie Holz, nur härter. Ja, ja. Er baut nämlich hier für seinen Defender so eine externe Box noch, die hinten auf das Reserverad hinten drauf kommt. Seht ihr in seinem Video dann das Ganze? Also muss ich das nicht hier verwursten, damit er das nämlich, weil der Defender ja wo steht denn der jetzt, in Kanada oder wo steht der jetzt, der Defender? Anchorage,
Alaska. In Alaska steht er jetzt. Und deswegen muss er ja irgendwas basteln, wie er da hinten. Und die Kiste? Holst du da hinten oder was? Die habe ich hier gekauft. Die nehme ich als Koffer mit. Ich bin ohne Gepäck hier rübergekommen und gebe die dann auf als mein... Als Gepäck oder was? Und in diesen Koffer tust du dann diesen Halter rein, den du genau, dann da... Genau, allen Krebs. Ich habe schon noch eine Säge gekauft. Wir wollen meine anständige Säge und das ist alles so teuer in Alaska. Flugzeug wird mit Schlagseite starten, wahrscheinlich. So, der Schnabel wäre geschweißt. Ich habe jetzt gerade Sonnenbrille auf, weil ich gleich noch schleifen muss. Hier war nämlich hier vorne auseinander und jetzt mal eben bearbeiten. Der baut sich dann Träger. Der Defender wird hinterher sehr hecklastig sein. So, ich bin mit meinem Lackierarbeiten schon gut vorangekommen. Hängt jetzt hier alles gerade im Trocknen. Dann brauche ich das in der Werkstatt nicht machen. Geschickt. Dann muss ich nur noch den Rahmen nur noch. Yay! Und dann kann ich endlich das Geheimnis des Lackes lüften. Oh. Und nach einer weiteren Flex kann und Schweiß. Ja, ach, keine Hektik. Nee, alles ich kann gut. Es besser hier oben drauf, dann ja, ja. Machen. Nach einer weiteren Flex, Schleif und Schweißaktion. Ja, ist das Ganze jetzt fertig? Ja, seht ihr bei Sunny im Video. Will ich jetzt hier nicht spoilern. Sieht aber sehr geil aus. Sehr gut geworden. Und ja, ich bin ja durch heute mit meinen Sachen. Obwohl ich eigentlich nur eine Stunde hier sein wollte und es jetzt schon gleich schon wieder dunkel wird, so gefühlt. Ja, jetzt muss ich nur noch den Rahmen Zink grundieren und dann bin ich, was diese Grundierungsgeschichte anbelangt, eigentlich schon fertig. Yay, geil. Ihr kennt das. Wir sehen uns dann im nächsten Video dann logischerweise schon wieder und dann, dann geht es munter für dich weiter. Bis dahin, im Winkel.